Fiedler. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe gehörlose Menschen. Ein neuer Herbst, eine neue Covid-Welle in den Nachrichten und schon wieder ein Covid-Block aus dem Gesundheitsausschuss. Und was daran noch gleich ist, ist die Art und die Zeit, wie Politik gemacht wird. Da wird bis zum Wahltag kalmiert, dann ist die Wahl gelaufen und wir sprechen von neuen Maßnahmen. Jetzt ist es eine neue Maskenpflicht. Sie ist wenig invasiv, aber was hier mittels Abänderungsantrag wohl bald beschlossen wird, sind schon wieder mehr Ausgaben ohne irgendeine Erfolgsrechnung. Wir haben bis zum Sommer 2022 knapp 3 Milliarden Euro für Covid-Tests ausgegeben und das muss man sich genau vor Augen halten. 2,9 Milliarden Euro für Tests. 2021 hatten wir insgesamt 3,1 Milliarden für das gesamte Gesundheitswesen im Budget. Sie können sich jetzt also alle selbst überlegen, ob das die richtige Prioritätensetzung ist. Besonders unter der Prämisse, dass wir im Gesundheitssystem einen riesigen Stapel längst überfälliger Reformen liegen haben, die auch etwas kosten. Wir alle wissen, dass in diesem Haus und wenn Sie in Krankenhäuser, in Arztpraxen oder auch einfach nur zum Stammtisch gehen, wird Ihnen jede einzelne Person diesen Reformbedarf bestätigen. Wir sind noch immer absolute Spitzenreiter bei den Testquoten in der EU und sind auf Platz 22 bei der Positivitätsrate. Wir machen also nach wie vor weitaus mehr Tests, als sich legitimieren lassen. Und jetzt erweitern wir wieder die Testanzahl auf Risikopatienten. Klingt gut. Aber wir haben es trotz der Pandemie nicht geschafft, dass wir Patienten ordentlich erfassen, Diagnosen kennen und damit diese Kriterien ernsthaft umsetzen. Auch im Variantenmanagementplan stehen Tests für Risikopatienten nicht drinnen. Genau daran sieht man, dass sie noch nicht genug daraus gelernt haben. Mehr Geld für irgendwelche Zwischenlösungen, die ehrlich gesagt nicht einmal über das Gesetz definiert gehören, nur weil es die Zeitungen befriedigt und den Ärzten einen zusätzlichen Budgetposten schafft. Wir brauchen eine ernsthafte Rückkehr zur Normalität und müssen anerkennen, dass Covid nicht mehr weggeht. Wir müssen die zugrunde liegenden Reformen angehen. Der Fokus auf Infektionszahlen ohne Differenzierung hilft uns absolut nicht. Und einfach so Tests zu verteilen, hat uns bisher in der gesamten Pandemie überhaupt nichts gebracht. Hören wir bitte auf mit den Pseudomaßnahmen und angeblichen Reformen. Sparen wir uns die Diskussion über Intensivbetten und machen wir eine ordentliche Pflegereform, damit wir den Personalmangel in den Krankenhäusern überwinden. Bringen wir Patienten bei, wann sie welche Hilfe brauchen und hören wir auf, Covid wahllos mit Geld ausgleichen zu wollen. Wir sind bereit, über Inhalte zu sprechen und unser Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen. Danke. Fiona Fiedler, die Gesundheitssprecherin der NEOS war das. Sie kritisiert das viele Testen. Die FPÖ forderte im Ausschuss unter anderem ja die Aufhebung des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Und diesem letzten Antrag, es waren insgesamt 3 von der FPÖ, stimmte eben neben den Freiheitlichen auch die NEOS zu, dass sie die sogenannten Zwangsmaßnahmen zur Pandemiebekämpfung für nicht mehr gerechtfertigt halten.